Hallihallo und willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U. Wir stehen am Ende der sechsten Welt oder der vierten oder der fünften. Ich weiß es nicht genau. Es gibt keine Reihenfolge. Wir machen heute weiter. Hier unten mit diesem Pilzlevel. Es nennt sich Wickler Wahnsinn und ich werde auch völlig wahnsinnig, wenn ich sowas lese. Oh mein Gott, der letzte Part war ein bisschen stressig. Hallöchen. Und jetzt wird es scheinbar nicht unbedingt besser. Oh mein Gottes Willen, was zur Hölle? Was? Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Aber ich sehe Starcoins. Starcoins zu sehen, erfüllt mein Herz mal so ein bisschen mit Freude, weil das bedeutet, dass ich sie eigentlich nicht mehr übersehen kann. Wenn der Wickler jetzt kooperiert, dann ist die eigentlich ziemlich offensichtlich. Frage mich nur, warum man die so derbe offensichtlich hier hinpackt. Ob es da eine geheime Verschwörung gibt. Vielleicht hat Bill Gates was damit zu tun, man weiß es nicht. Die Eichel hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, weil sie jetzt verschwunden ist. Die hätte ich bestimmt gebraucht auf jeden Fall. Oder sie wäre auf jeden Fall nett to have gewesen. Ja, scheint ganz so, ne? Andererseits können wir auch den Wickler nutzen. Ich töte mich mal. Um an höhere Stellen zu kommen. Aber das da hätte ich jetzt... Das wäre andersrum besser gewesen. Eigentlich als langjähriger Mario-Spieler müsste es mir sowas eigentlich ja bewusst sein, dass sie sowas machen, ne? Aber manchmal vergesse ich es einfach. Manchmal denke ich mir einfach, nee, ich bin unschuldig. Kann er mich eigentlich töten? Wahrscheinlich schon, ne? Ich bin unschuldig, ich bin doof, ich habe noch nie ein Mario-Game gespielt, so, ne? Stell dir mal vor, Alter. Stell dir mal vor, ihr seid jetzt jung. Lol. Stell dir mal vor, ihr seid jung. Ha! Als ob ich jetzt 80 wäre. Nee, aber Leute, die zum Beispiel mit Mario Odyssey ins Mario-Universum eingestiegen sind. Der Gedanke ist ein bisschen crazy irgendwie, finde ich immer. Weil für mich ist das ja so, ja, Mario Odyssey, das x-te Mario-Game, ne? Und ich bin schon bewandert mit all den Sachen und ich erkenne die Easter Eggs und so weiter. Aber es gibt ja Leute, deren, das war, das, deren erstes Mario-Game Mario Odyssey war. So. Das gibt's ja. Oh, guck mal. Süß. Und das ist schon irgendwie krass. Und die Leute werden dann in 20 Jahren oder so extreme Nostalgie empfinden für Mario Odyssey. Während ich immer noch einen halben Heulkrampf kriege, wenn ich Gusty Garden Galaxy höre. Also, was heißt immer noch? Aber, ne? So zum Beispiel. Oh, da ist was. Ich weiß nicht was, aber... Ist hier was? Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich weiß nicht... Das zackt gerade ein bisschen rein. Wickler? Da oben ist da was? Das sah ultra komisch aus. Da ist Gras oben auf der Sache gewachsen. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie und was da los ist. Keine Ahnung. Ich glaube, da ist einfach nichts. Ich glaube, da ist einfach gar nichts. Ich glaube, das ist einfach nur ein kleiner Prank von den Entwicklern, dass man sich ein bisschen irritiert fühlt. Das ist ja lustig gerade. Ich kicher schon fast. Zack. Koopa, mach mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen Rambazamba hier. Was bringt das hier? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir suchen ja immer noch letztes Starcoin. Secret Exits hatten wir eigentlich in der Welt genug, von daher. Daran soll es jetzt eigentlich nicht scheitern, aber. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Guck mal. Ciao. Zack. Geil, ein Pilz. Hier ist doch irgendwo was. Das kann mir noch niemand erzählen. Oh, shit. Lol. Ich wäre ja ansonsten gestorben. Ich musste doch oben lang. Warum hatte ich denn da jetzt gerade die Option, diese Pfeile nach unten oder oben zu gehen, wenn unten der Wickler abtaucht und mich dann töten würde? Indirekt. Verstehe ich jetzt nicht genau, aber ist okay. So, wir warten mal ganz kurz. Ha, ha, Gott, das bin. Das war gar nicht spannend. Nein, das war nicht spannend. Das war völlig langweilig. Wickler-Level. Aber wir haben es geschafft. Nicht ganz im First Try, aber fast. Dann kann jetzt ja Iggy in der heißen Sohlenfestung mal die Sohlen versohlen bekommen. Ach du Schande. Ich weiß schon, warum sie es heiße Sohlen nennen. Das Level kenne ich allerdings.
Also beziehungsweise ich weiß, wo eine der Star Coins ist. Das kenne ich aus irgendeinem Clip. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also ich weiß, dass eine Star Coin hinter so einer Lavawelle versteckt ist. Das ist mir völlig bewusst. Ich frage mich nur, wie sie es machen, dass man das Ganze halt soweit ganz gut erkennen kann. Ich sehe schon, was hier das Konzept des Castles ist. Viel Warterei leider. Was heißt Warterei? Es geht schon noch. Und irgendwo in so einer Schlucht hier ist bestimmt was versteckt. Aber bisher habe ich das jetzt nicht entdeckt. Moment. Na, nimm mal. Zack. Das war jetzt ganz cool. So, aber da muss was sein langsam. Ich rechne aber mit einer Star-Coin, die sie irgendwie in den Spalt tun. Nee, irgendwie nicht. Ich bin misstrauisch. Ich traue dem Braten nicht. Ich rieche nämlich gerade den Checkpoint. Nee, da... Lol. Die erste Star-Coin. Einfach so. Auf dem offenen Feld. Oh! Und da ist der Checkpoint. Perfekt. Gut, das war jetzt... Ich dachte jetzt, die machen direkt so was Böses. Dann heben sie sich die böse Star-Coin für später auf. Ich gehe mal davon aus, dass die halt ein so ein Ding in diesen Spalt packen. Oder eben da drüben hin. Da war gerade eine gute alte Röhre. Aber die sieht man ja auch eigentlich ziemlich gut. Naja. Soll mich jetzt soweit nicht stören. Ach. Verstanden. Ich brauche die Röhre hier. Ich brauche die Röhre hier, weil die führt mich zum Powerblock. Und der wiederum beschert mir die Starcoin. Ja. Alles klar. Das war gerade nur ganz kurz verwirrend. Ich dachte gerade, wie komme ich denn da runter? Durch diese Holzplattform. Geht auch gar nicht. Doch, geht. Sozusagen, irgendwie. Zack. Ach, guck mal, jetzt kommen hier sogar Hotheads dazu. Also jetzt ist es relativ offensichtlich, was sie gleich mit der Starcoin tun werden. Geh mal hoch. Oder finden wir das offensichtlich? Was war denn das für ein Timing jetzt? Ah, guck mal. Okay, sie haben eine Röhre versteckt. Sie haben keine Starcoin direkt versteckt, sie haben eine Röhre versteckt. Aber auch nicht sonderlich gut. Cool. Beziehungsweise hot. Nein, er ist nicht gesprungen. Ich wollte so cool abspringen vom Kopf und er ist einfach so. Er hatte keinen Bock. Weißt du, warum müssen meine Tode immer so dumm sein? So plump? So, wieso kann ich nicht irgendwie geil bei irgendeinem episch krank heftigen Monster-Bosskampf sterben, wo alle sagen, oh, Bruder. Sondern warum müssen meine Tode immer so blöd sein, so dumm, einfach so langweilig, so läppisch, so schlecht? Ich verstehe es nicht ganz. Aber immerhin kriege ich wieder eine Eisblume hinterher geschmissen, jo. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich brauche dich. Bin ich eigentlich blöd? Bin ich eigentlich ein bisschen dumm? Gerade eben habe ich das ultra nice gemacht. Mit so einem fetten Snipe. Boah. Heute sind aber die Jump-Run-Skills auch gefragt, ha? So, und jetzt brauche ich hier den Powerblock. Zack. Starcoin. Okay. Und bei der letzten gleich einfach vielleicht nicht versuchen, dumm rumzustylen, sondern einfach ganz normal laufen. Man kann auch B gedrückt halten, zur Erinnerung an mich. Zack. Ja, klappt viel einfacher. Okay, wenn man hier schnell ist, dann sieht man die Röhre tatsächlich nicht. Das ist... Aber man sieht die gelbe Röhre eigentlich, ne? Die ist ja sogar gelb, also die ist ziemlich auffällig. Ne? Ja, einfach B gedrückt halten. Oder mit was auch immer ihr springt. Vielleicht springt auch mit A. Vielleicht seid ihr komische Menschen. Ich bin ein Lauf mit Y, Springen mit B-Typ. Könnt ihr mal reinschreiben, mit was eure Tastaturbelegung ist. Tastaturbelegung vor allem. Eure Choice. Bei mir ist das so und schon immer gewesen. So. Okay. Iggy, komm mal her. Oh, schöner Hintergrund. Das sieht
Das ist so leichter Sonnenuntergang. Oh, schön. Das sieht halt wirklich nett aus. Da kann man nichts gegen sagen. Komm mal ran hier. Oha. Was haben sie hier gemacht? Eieiei. Okay, Iggy flüchtet sich in Röhren und macht einen Mario Land 2 Move. Ihr kennt diesen Mäuseboss. Hallo, Typ mit Lava. Da gibt es diesen einen Mäuseboss, der immer aus Röhren kommt und dann macht er so Chip Chip und versucht irgendwie sich von oben auf einen drauf zu stürzen und sowas. Und so ähnlich ist dieser Boss hier. Oh, lol, was? Das war gar nicht schlecht. Da hat er mich rangekriegt. Der Specht. Er kommt gleich. Zack. Und jetzt müssen wir ihn. Oh, er täuscht an. Oh, oioioi. Nanu? Was ist denn mit Iggy los? Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Ciao. So sieht's aus. Perfekt. Okay, nice. Das war die Waldwelt. Wie gesagt, Welt 5? 6? Ach, weiß der Geier. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Iggy jetzt erstmal abstürzt. So wie ich am nächsten Wochenende. So ungefähr. Wir müssten auch alle Starcoins haben. Und es geht weiter jetzt in Richtung Gebirgswelt, I believe. Wundervoll. Speichere mal gerne ab, ja? Ja, Gebirgswelt. Hey, 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 cool, nice. Die Kandisminen stehen uns bevor. Da oben geht es ja zurück zur Eiswelt. Und wir machen hier weiter mit Kandisminen 1. Fuzzy-Felsen. Uch, Fuzzies. Fuzzies fasse ich nicht an. Ha. Was geht denn hier ab? Kandismin, das Berg-Theme, wenn ich jetzt nicht gerade komplett bekloppt bin, ist ja eins von denen, die in Super Mario Maker 2 fehlen. Nicht wahr? Die gibt's ja. Das Theme gibt's ja gar nicht. Und ich sehe Yoshi. Ja, Yoshi! Instant Win für das Level, Alter. Yoshi ist ein Instant Win. Was soll ich denn noch sagen? In solchen Momenten komme ich mir mal schlecht vor. Aber auch nur für kurze Zeit. So, wir bräuchten den Yoshi sogar, ha? Huh? Ja, wir, also es wäre zumindest ganz cool, weil... Kriege ich das irgendwie anders hin? Ich glaube nicht, ne? Bring mich mal um. Hast du gut gemacht. Das war jetzt einfach Instant Karma auch, ne? Instant Karma für den Kill des Yoshis, Alter. Ich habe es auch verdient. Was bin ich für ein schlechter Mensch? Also mal als ernsthafte Frage auch. Sollen meine Eltern... Was habt ihr mit mir gemacht? Nein, Spaß. Jetzt schreibt mich meine Mutter auf WhatsApp an. Was willst du? Ich enterb dich. Kann ich Yoshi? Ja, natürlich. Klar. Vorsichtig. Vorsicht. Mach Vorsicht. Ba, ba, ba. Zack, zack. Oh, guck mal. Bringt gar nichts. Cool. Lol, eine Eispflanze. Lol. Das ist irgendwie ganz nice. Die sind, glaube ich, neu, oder? Nein! Du Mörder. Moment mal. Das ist schlecht. Ich brauche mal Yoshi wieder. Och, Bruder. Sonst komme ich nicht in die Röhre rein, weil die noch bevölkert ist. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen, ne? Ach, Gottes Willen. Kann das Minen more like... Kann das einfach aufhören, Minen, ey? Jetzt nochmal. Yoshi... Yoshi und Starcoins und Freude und Leben. Alles in Kombination jetzt bei Praktika. 20% auf alles. Außer Tiernahrung. 20%. Das konnte ich auch schon mal besser. Zack. Was willst du eigentlich von mir? Ah, ich kann sogar auf den Kollegen drauflaufen. Das ist eigentlich ganz nice. So. Ich nehme mal so einen Eisball mit. Alter, what the fuck? Hm.
ist das gerade alles noch Karma wegen des Yoshi-Kills? Das. Ich hätte einfach lernen sollen. Ich hätte nicht mehr aufnehmen sollen, ich hätte weiter lernen sollen. Unendlich lange. Und niemals aufhören. Niemals anfangen aufzunehmen, niemals aufhören zu lernen. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Und was ich heute gelernt habe, ist, dass zwei NSMBU-Parts am Stück aufzunehmen ein grundsätzlicher Fehler ist. Also wenn es so Dinge gibt, die man vermeiden kann im Leben, das zählt es schon dazu. So, jetzt gib mir diese Ey. Provozier mich nicht. Provozier mich nicht. Das willst du nicht. Du willst mich nicht provozieren. Glaub es mir. So, nochmal. Jetzt Versuch 12, Alter. Zack. Und Starcoin. Und weiter geht's. Und wir behalten jetzt einfach Yoshi. Das ist mal die Option jetzt heute. Spring doch! Was war das? So. Ich kann da gar nicht rein. Hold up. Ist hier unten was? Hä? Die Röhre geht doch da so durch den Stein. Ich dachte, in der Röhre wäre was drin, wo die Piranha-Pflanze drin ist. Hä? Warum machen die denn da so eine Kurve, Alter? Was ist der Sinn? Ich dachte, das zeigt mir an, dass ich in die rein kann, weil die mich in den Felsen reinführt, aber nope. Da geht's gar nicht rein. Plot Twist, Alter. Geiler Twist, Alter, Vater, ey. Gut, dann brauchen wir das ja nicht weiter. Spring doch! Wie er nicht springen kann, wenn er was gefressen hat. Ich meine, ja, okay, understandable so, aber nervig. Okay, aber da rechts ist was. Das sieht ja wirklich jeder Mensch. Lol. Ja. Ist hier nix? Was soll denn das? Ach, für die Beeren einfach, ha? So, da unten ist was. Das sieht ja wirklich jeder. Ja, guck mal. Zack. Ohne Yoshi auch gar nicht stressig zu erreichen. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich, oder? Also schon, bestimmt, aber... Okay. Kurz konzentrieren und dann geht das schon. Alles klar. Badam. Hier ist der nette Rückweg. Dankeschön. Der Architekt hat nachgedacht. Anders als so manch anderer Architekt. Zack. Noch ein Yoshi. Beziehungsweise noch ein... So haben wir nicht... Friss den doch! Ey. Ey! Es langt jetzt. So, tschüss. Das ist auch eine geile Fähigkeit mit dem Eis. Wen habe ich getroffen? Ich habe es gerade nicht verstanden. Egal. Lass mich mal auf den Fuzzy. Weil hier seht ja jeder, das ist da unten. Hä, wie geht das? Ich verstehe gerade nicht, wie es funktioniert. Muss ich ehrlich gestehen. Ah, ich dachte, da wäre jetzt vielleicht eine Ranke drin. Aber nö. Ich dachte, da wäre eine Ranke drin. So, was ist denn hier los? Was geht denn hier? Ja, ist mir egal. Ciao. Yoshi hat mich heute schon zu oft verlassen, als dass ich noch irgendeine emotionale Bindung zu dem Charakter hätte. Ist mir egal. Da unten ist was. Für das ich Yoshi brauche. Ich sehe es. Ach Gott, erzähl mir nicht, da ist ein Secret Exit für Yoshi. Och, nee, Alter, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich brauch dich nicht. Der braucht mich nicht. Ja, wie soll man das denn machen, hä? Gut, also offensichtlicherweise brauche ich Yoshi doch nochmal. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal am Ende des Levels. Aber wir checken erstmal die Map, ob überhaupt ein Secret Exit hier sein kann. Weil, weiß ich nicht. Doch, na klar. Theoretisch kann es nach unten weitergehen, hä? Gut, dann sehen wir uns gleich am Ende nochmal wieder... Mit Yoshi.
Nein, du Hund! Oh! Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, ja, lass mich bloß in Frieden, Alter. Lass mich bloß in Frieden. Das Timing hier ist ja mal anders hässlich. Mm. Oh Gott. Willst du mich? Willst du mich? Du... Okay. Alles klar. Ist in Ordnung, Nintendo. Super, wundervoll. Top 10 Secret Exits, die überhaupt gar keine sind. Ach, ihr habt euch wieder alle totgelacht, ne? Ich brauche eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut und bis demnächst. Einen schönen Tag. Ciao.